Der Kampfanzug, der ist schon an, das Messer zwischen den Zähnen, das kann man noch nicht sehen, wegen der Maske natürlich. Also, aber trotz alledem, wir müssen uns einstellen auf wieder etwas mehr Schwung an der Börse. In diesem Fall geht es nach unten. Heute global kann man sagen, der Nikkei hat schon tapfer angefangen heute. Morgen ging schon fast 3% nach unten und der DAX ist ja auf dem besten Wege, dem gleich zu tun. Also wir haben schwache Märkte aktuell. Es geht relativ zügig nach unten und damit bestätigt sich das Bild, was wir hier schon gesehen haben an den Märkten, dass wir eigentlich nach oben was komplett fertig gehabt hätten. Das heißt, wir eigentlich davon ausgehen können, genug gesehen zu haben. Wenn es denn sein soll, kann der Markt nach unten drehen. Das zeigt er gerade. Er hat nämlich gekippt und hat dabei Stärke nach unten gezeigt. Und wenn jetzt ein bisschen eine Aufwärtsschwäche noch entsteht, also nach oben zwar zwischendurch der Markt immer mal wieder geht, uns deshalb ein bisschen höhere Preise wieder für die Shorties erlauben würde, der Markt das aber in einer wackeligen Art und Weise tut, dann haben wir eigentlich einen perfekten Hinweis dafür, dass es nicht mehr nach oben geht, vorläufig zumindest mal, sondern dass wir erstmal die Abwärtsseite spielen müssen. Das ist durchaus ein typisches Verhalten. Wir können davon ausgehen, dass der Anstieg, den wir in den letzten Tagen gesehen haben, dass der zur Hälfte zumindest mal wieder wettgemacht wird. Das wäre so ein Klassiker. Also, wenn das jetzt in einer ABC-Situation auch noch passiert im Großen, dann haben wir wieder Chancen auf Long, aber vorläufig jetzt vorm Wochenende ist generell gesprochen und nach dem Wochenende sicherlich auch nochmal die Abwärtsseite für ein paar Tage die regierende. Das heißt nicht, dass der Kurs nicht nochmal nach oben kommen kann. Das kann man dann vielleicht nutzen, wenn es wie gesagt schwach ist. Ich habe es häufig hingezeichnet für die nächsten Shorties. Nachrichten könnten uns dabei helfen. Eigentlich würde man sagen, Mensch, wir haben doch Monatsanfang, 1. Mai, da sind doch die US-Arbeitsmarktdaten dran. Tatsächlich ist das so. Aber nicht, wenn der erste dann auch noch der Freitag ist, dann fällt das erst auf den nächsten Freitag. Also heute noch keine US-Arbeitsmarktdaten, die sind erst nächste Woche dran. Allerdings gibt es heute Nachmittag um 3:45 und um 4 Zahlen aus Amerika. Die werden generell schwächer erwartet als zuvor. Also nicht wirklich gute Nachrichten von der Seite. Und wir müssen davon ausgehen, dass New York und die Stock Exchange, New Yorker Stock Exchange eben schwächer heute unterwegs sein wird. Und sagen wir mal, ähnlich das, was sich eben angedeutet hat, sich verhalten wird. Und wenn das mustergültig auch noch passiert, bietet sich da viele Einstiegsmöglichkeiten. Wer das bisher verpasst hat und wer sagt, das hätte ich jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer gesehen, der sollte natürlich hier auf diesem Kanal entweder den Trade des Tages oder aber den Trade to Go abonnieren, denn das ist kostenfrei dank unserer Sponsorpartner. Und sie haben die Möglichkeit, das einfach ein bisschen anzugucken, auf ihr Handy, auf ihr Smartphone, diese Nachrichten zu bekommen. Also hin und wieder mal Tipps, wie die aktuelle Situation aussieht, hin und wieder mal ganz konkrete Trading-Ideen mit unseren Ein- und Ausstiegsideen, die wir dazu haben. Allerdings auch viel Know-how, wo man einfach sagen kann, generell gesprochen, an diesen und jenen Stellen kann man was tun. Denn wir wollen ja nicht einfach für Sie eine Vorlage geben, die man nachhandelt, sondern die Ausbildung, dass Sie es selber können. In diesem Sinne wünsche ich für heute erstmal einen schönen Feiertag. Alles Gute an den Märkten, ein wunderschönes Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute.